Tjolisol. Uns überlegt hier keiner, wa? Jo. Wir sterben einfach dumm. Weil man muss auch sagen, im Gegensatz zu... Also bei D&D selber, wenn du eine Gegend genauer erkunden willst, meldest du dich ja bei deinem DM. Und hier finde ich es noch viel schrecklicher, dass das Spiel selber so eine Würfe macht, wie jetzt Überleben, und du nicht weißt, was ist da? Was habe ich jetzt verpasst? So, du musst ja dann einfach irgendwie nochmal dahin, um nochmal da abzuchecken. Mein DM kann dich hinterher fragen, was ist passiert, oder was habe ich verpasst. Aber er ist auch so ein Gemeiner, der reibt mir das hinterher unter die Nase. Der sagt dann, tja, hättest du da mal reingeguckt? Dann! Hm, danke. Oh ne. Es war nicht geplant. Ich dachte, ich kann da reingucken. Ich habe erst gedrückt und dann nachgedacht. Diese gescheiterten Würfe nicht angezeigt. Okay. Das ist... Weil das ist ja ein bisschen mein Interesse. Also ich weiß gar nicht, wenn ich da irgendwann nochmal hingehe, kriege ich dann den Wurf nicht mehr? Oder ist das für das Spiel dann einfach durch? Das ist halt die Frage. Ach ja! Rechnen wir hier halt nochmal aus. Ist nicht so, dass ich das noch nie gemacht hätte. What do I have to lose? Ah! Cool, als ich mit meinem anderen Account hier reingeschmissen wurde, hatte ich wenigstens meinen Shit noch. Das finde ich jetzt aber gemein. Jetzt habe ich meinen Shit nicht mehr und jetzt weiß ich auch nicht, wo mein Shit ist. Ah, frech. Decaying legs protrude from the hole. A failed escape, it seems. Eigentlich eine Wache davor? Kann ich mich einfach bestechen, um wieder rauszukommen? Ja, das war so nicht geplant. Jetzt ist mein ganzer Shit weg. Ich weiß halt auch nicht, wo der ist. Das ist gemein. Alles. Eine 5 kann ich. Oh, sag ich doch. It seems the tunnel collapsed mid-dig and suffocated him. A crooked heart is embroidered on his left shoe. Ein Herzchen. Schön. Ich brauch ein Lager. Cat von einer halben Stunde. Ja! Ja, das ist richtig. Das ist absolut korrekt. Und jetzt weiß ich trotzdem nicht, wo mein Schnitt ist. Weil ich halt nicht weiß, wo die den jetzt untergebracht haben. The body comes loose, revealing a tunnel. Perhaps you can escape where he failed. Ja, untersuchen. Kann ich den plündern? Warum hat der nichts? Achso, weil er genauso eingesperrt ist. Aber das mysteriöse Artefakt habe ich noch. Ich weiß auch immer noch nicht, warum ich das jetzt habe. Aber ich habe das jetzt. Still blocked, but should be easy enough to clear. Oh, ich werfe gleich mit Stein.
noch irgendwas, was ich vielleicht so zerstören kann? Dich kann ich zerstören. Da war nichts drin. Stein. Stein, 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 Stein. Knochen. Klasse. Ach ja. Stein, Stein, Stein. Mit irgendwem reden? Oh, hier ist eine Truhe. Da ist bestimmt mein Shit drin. Es ergibt zumindest Sinn, dass der Shit von mir in der Truhe vor meinem Knast ist. Visiting Moonrise, want to look at you for? Certainly you won't be, because he appeared to die. What do they need to be looking at any of us for, is what Stört I'm saying? We're all on the same side. Borgzwinger, eh? All on fire. They're drow. They're stuck-ups. Ignore them. And be happy they didn't throw you to the spiders yet. Hallo Weiß-Kadi, schön, dass du hergefunden hast. Vielen Dank für deinen Follow. Freut mich, dass dir hier gefällt. Dass der Spielton krisselt, warum? Eigentlich dürfte der nicht laut genug sein, um zu krisseln. Also bei mir selber krisselt nichts. Das kann aber auch eine Übertragung zu Twitch hoch sein. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Oh. Weg, 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 weg. Weil eigentlich, weil das jetzt die ganze Zeit nicht gekrisselt hat, dürfte das jetzt auch nicht krisseln. Ich kann aber mal eben... Ja, ich höre es. Da ist ein statisches Rauschen. Aber das muss irgendwas mit der Übertragung zu Twitch sein. Ich kann einfach mal versuchen. Oh nee, das ist falsch. Oh ne, jetzt ist es ganz weg. Super. Das ist alles weg. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so ist. Oh ja, das habe ich schon gesehen, dass er den ganzen Sound gerade weggenommen hat. Oh. Okay. Es tangiert ihn halt nicht. Alles klar. Ja, ich habe einfach, ich weiß nicht, mein Limiter, also... Ich habe ja den Spielsound vom Spiel auf eine maximale Lautstärke begrenzt, damit, falls irgendwelche lauten Geräusche sind, das euch nicht in den Ohren platzt. Und irgendwie war aber mein Limiter gerade der Meinung, dass der Spielsound an dieser Schwelle kratzt. Ich habe aber noch etwa 0,5 Dezibel dazwischen, was für so ein Audiosteuerprogramm eigentlich eine Menge ist. Also eigentlich hätte der nicht anschlagen dürfen. Aber er hat angeschlagen und ich weiß nicht warum. Ich habe ihn jetzt ausgemacht und mal schauen. Im Zweifel kann ich ihn später wieder anmachen. Das ist nur ein Klick. Normalerweise dürfte das nicht passieren, aber offensichtlich ist es passiert. Okay.
ready for the absolute mark on your flesh. Ist er auch nicht? Then I'll hear a voice. Wo der Knast ist. Von hier aus. Aber es müsste ja dann irgendwo wahrscheinlich. Ich hätte vielleicht einfach mal gucken. Da bin ich aus dem Loch gekommen. Verdammt. Ich hätte gucken sollen, wo der Knast ist. Ich kriege nochmal durchs Loch. Um mein Schild wieder zu finden. Manchmal macht die Technik Dinge, die man nicht verstehen muss. Ich hoffe einfach nur, dass die Truhe nicht verschlossen ist, weil ich nichts zum Schlösserknacken dabei habe. Ach, das ist in dem Zwinger, alles klar. Und die Tür zum Zwinger hatte ich irgendwo gesehen. Ich glaube hier. Da. Hoffe einfach mal. Da steht jemand. Da sitzt jemand. Mit der legen wir uns mal nicht an. So, da oben war meine Zelle. Ich meine, es ist ja eigentlich logisch, dass man den Shit beweist, sag ich doch. Ja, mit meinem Kram. Das nicht in Ordnung. Haben sie geklaut. So einfach ist das nämlich. Wobei, ich bin beim letzten Mal auch im Knast gewesen. Ich glaube, daran waren meine Sachen letztes Mal weg. Ich glaube, die waren gar nicht weg, weil... weil ich von der Hexentante. Da weiß ich jetzt aber zumindest, wo meine Sachen sind. Waren die wahrscheinlich... Klar, ich habe Steine geworfen, da waren meine Waffen auch weg. Da waren die wahrscheinlich gar nicht weg, weil ich hier von der Else irgendwo angekettet war. Weil meine Waffen weg waren. Hahaha. Rain. Rain hat nicht drüber nachgedacht und war verwirrt, weil... Waffen weg. Bin ein Schurke. Ich bin nutzlos ohne Waffen. Kann mich verstecken. Tangiert aber halt auch keinen, dass ich aus dem Knast ausgebrochen bin. Ich meine, warum auch? Ist sowieso blöde, irgendwen festzuhalten und im Knast zu behalten. Also, bitte. So, jetzt haben wir schon wieder eine ganze Menge Menschen, mit denen wir quatschen können. Quatschen wir erstmal mit ihm. Du bist ganz schön entspannt dafür, dass ich dich fast in die Luft gejagt habe, mein Freund. Es sagt viel darüber aus, dass ihr euch nicht allzu viel merken könnt, ihr Gnome. Aber wir wollen ja hier auch nicht irgendwie, ne? Kein Gnome-Bashing betreiben oder so. Das wäre ja schon ein bisschen gemein. Nicked him off the dead, didn't I? Ja. Ich muss eh mal wieder Shit loswerden. Ich muss ja sagen, übrigens, mittlerweile ist er leer. Und selbst der Schaum hat jetzt immer noch so eine maximale Rest... Also minimale Restwärme. Also die Becher sind echt super. Glaube ich, 10 Euro pro Stück bei Amazon in dem Dreh. Aber die lohnen sich halt.
Man muss halt nur aufpassen, dass sie einem nicht runterfällen. Oh. Kauft ihr doch Gold. Vielleicht habe ich alle Händler ausgenommen. Sympathie minus 15. Oh, das Eulenbeerenei. Achso, doch, das wollte ich mal verkaufen. Schade. Nicht ein Buch verkauft in 4 Runs? Nicht? Weil du sie nicht aufsammelst, oder? Ich meine, sie haben halbes Gewichtdingseinheit, ne? Auch Bücher sind schwer. Aus Erfahrung. Ich habe ein komplettes Bücherregal hier. 2. Ich fange mein zweites gerade an. Eine extra Kiste für Bücher im Lager. Ach so, okay. 1200 Bücher. Ja, aber manche sind ja dann einfach doppelt hier. Zum Beispiel Fabeln für Rüns. Die 5. Mit denen umgezogen. Das mache ich nie wieder. Umgezogen? Inwiefern? Ich meine, man kommt ja irgendwie immer ins Lager, oder nicht? Oder ist je nachdem, wo man Lager macht. Ach so! Jetzt habe ich... Ja, jetzt habe ich's. Also, das ist schon eine komplette Bibliothek. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich glaube, ich werde irgendwann bei dir einziehen müssen. Bücher sind halt Bücher, ne? Bogen, ein Großschwert. Naja, ich kann damit nicht umgehen, das weiß ich. Zweihändig. Kriegshacke. Bogenhammer. Wiederkehrend Pike. Fellrüstung. Oh, die ist Mittel. Schade. Warum ist denn immer alle Rüstungen Mittel, die ich finde? Statt im Arbeitszimmer habe ich eine Bibliothek. Ja gut, das kann ich verstehen. Jeder braucht eine Bibliothek. Wenn er... Das ist eigentlich was für sie hier. Meine kleine Heilerin. So, was ist das? Sprungweite, Akrobatik plus 1. Ja, kann man machen. Handschuh des Bogenschießens. Ja, wenn wir... Irgendwann will ich in ein Haus ziehen und dann werde ich da auch eine Bibliothek einrichten müssen. Vielleicht wird es auch eine Kombi aus Bibliothek und Arbeitszimmer. Ich weiß es noch nicht, aber irgendwas in der Richtung wird es. Einfach alles. Je nachdem, wie viele Zimmer das Haus hat. Langbogen und Kurzbogen geübt. Deine Fernkampfangriffe bewirken zusätzlich 2 Schaden. Puh. Gelten Zauber als Fernkampfangriffe? Eigentlich. Nee. Nee. Langbogen, Kurzbogen. Nee, Quatsch. Quatsch! Da behalte ich meine lieber. Sie hat noch keine. Sie kann die eigentlich mal haben. Damit er hier auch mal ein bisschen Quatsch hat. So, ein bisschen Tränke kann man auch. Ja. Ich ändere dir das gleich um. Was ist das? Ach, magisch. Das ist halt alles Quatsch, das brauche ich nicht.
Bücher. Und Quatsch. Aber ich musste ja sowieso ins Lager. Schön, dass du mir das so beibringst. Geh ins Lager. Muss ja mal. Muss mich ja mal ausruhen. Oh. Was kommt denn jetzt? Sieht echt knüll aus. The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Was tropft durch die Finger, schießt Schmerz, Herzinfarkt. Sehe ich genau. Sehe ich genau, Herzinfarkt. Ja, die Entscheidung ist super wichtig für den Rest des Spiels. Die hier? Das sagtest du irgendwie irgendwann schon mal über eine andere Entscheidung. Also ich habe das Gefühl, ganz viele Entscheidungen sind wichtig für den Rest des Spiels. Irrelevanteste überhaupt. Ja, manchmal ist, ne? Your finger traces the arc of your lips. Wetness, sweat, blood and saliva mixed into one viscous liquid. Weil, glaube ich, jeder Quatsch hier erstmal. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly, your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Okay. Krankenerkunden, wir sind erschöpft, das Schwert lieder, bevor ich ein dummer. Ja, stich mich, bist ja nicht die Erste, die mich hier umbringt im Lager. Eieiei. Gib mir die Klinge, ich mach's selber. Gib mir die Klinge, ich mach's selber. Finde ich super. Toll, du bringst mich um, gell? Bringt mich alle um. Let it be so. Vlakith Gorg Skathsai. Toll. Tschüss. Kämpfen sie sich jetzt alle gegenseitig? Will jetzt ihn umgebracht? Warum? Was machen die da? Warum ist er denn gleich voll mit drauf und rastet aus? Was passiert hier? A long way to go still. Sind alle tot. Sie alle umgebracht. Du hast auch Gale gleich mit umgebracht. Nur, dass du es mal gehört hast. Kriege ich nie wieder. Es ist alles vorbei. Alles vorbei. Nein. Sie ist jetzt weg und will gleich mit. Und unser Freund Vampir hat sich da rausgehalten und weiß ich nicht.
Ach, er ist auch mit tot. Guck mal. Schön. Er ist tot. Warum ist er denn tot? Er war doch gerade... Hä? Warum? Oder ist er gar nicht tot? Warum leuchtet er denn so? I'm all chatted out, I'm afraid. Though I may have a word with the chief. Well met. I am a magical projection of Gale of Waterdeep, and if you see this manifestation, that means I have prematurely perished. However, for reasons that cannot be disclosed, it is of vital importance. Das ist richtig, aber dafür ist mein Tank jetzt weg. You may rest assured that I do not speak out self-preservation alone. Many lives depend on my return to the living within the span of 2 days. I trust I've made myself clear. Hast du mir meinen Tank weggenommen? Scheiße. Ich glaube, der andere war ja auch ein Krieger. Der Will. Dann nehme ich ihn halt als Tank. Das war nicht mal wahr. No need. I have upon my deceased person a magical item that can accomplish my return. But such is the value of rarity that it is protected by a multi-layered security protocol. I will now explain the protocol. Step one is to retrieve from my person a pouch I wear over my heart. Den haben wir doch irgendwann schon mal zerstört, weil wir da reingeguckt haben, oder nicht? Seam that seals it in a counterclockwise fashion. Do not touch any other colored strand. Inside the pouch you will find a folded letter and a tiny flute. Unfold the letter and note the markings in the top and bottom corners. These are the notes you will need to play. Starting from the bottom right, play the notes in correct order, clockwise this time. Upon completion of the tune, a magma mephit will appear, which will pose the following question. Ischa-chis-naga. This is Ignan for what is my name? The answer is Kasitrak-ash. Pronounce the name correctly. Da hat man die Szene nicht getriggert. Da hat Gale den selber aufgemacht. Because the little scamp can melt metal. Words will now appear on the letter's surface, effectively turning the letter into a scroll of true resurrection. Use it to bring me back to life. Er hätte eigentlich wissen sollen, wie das Ding aufgeht. Das hat Gale aber irgendwie anders gesehen, dass er das wissen sollte. Wahrscheinlich haben wir Gale jetzt auch für immer getötet. Nein, wir können ja noch mit so einer Wiederauferstehungsschriftrolle holen. Aber der Gnom gerade hatte, glaube ich, keine. Ich hätte da keine gesehen. Excellent. Now repeat my instructions back to me, please. Ja, haben wir uns alles gemerkt. Er hat aber nicht gewusst, wie das Ding aufgeht. Nähte, Noten, Namen, das alles. In that case, this will be an easy exercise. Step one. Ah. Schritt 1. Beutel holen. Bevor ich raus bin, wie man euch zweimal töten kann. Es ist alles weg. And next. Das ist klasse. Oha. Gale wird nicht amused sein. Almost. It's the purple seam. You then have access to the letter and the flute. Letter and the flute. Schöne spielen. Schöne. Lass
Und? No, no, no. You start at the bottom right corner. Remember to play them clockwise. After that. Namen wird's ein Gaudi. That's not even close. It's Kasi Trach Ash. And pay Asch. Attention to the Trach part. Yeah, back of the throat. And so we have gone through the necessary steps again. Let's hope practice makes perfect in the end. Alles klar. Best of luck with the protocol. May my cold, dead hands soon be refilled with the warmth of life, so they can shake yours in gratitude. Bin gespannt. Warum leuchtet er denn jetzt eigentlich so? Nekrose! Vielleicht stirbt sie an der Nekrose, wenn ich jetzt weiter hier bleibe. Ja, da ist der Beutel ist weg. Der Beutel ist weg. Sie alle umgebracht. Alle! Und ich... Ne, sie hat auch keine Wiederbelegung... Wiederbelebungsschriftrolle. Ja. Cool. Eieiei, was ein Chaos. Wir können sie jetzt natürlich auch einfach umbringen. Und dann sind alle wieder da. Ach, guck mal. Sie ist auch einfach tot. Ich weiß aber nicht, ob ich sie wiederbeleben kann. Was passiert, wenn ich sie wiederbelebe? Ja, muss mir erstmal das Geld von Gale holen. Aber mein Tank. Ah, ich werd irre. Ja, das denke ich auch. Ah, jetzt zu spät. Jetzt vorbei. Ah, another. Thy name has been recorded. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need. Warum hat er denn jetzt auf einmal so eine Hautfarbe? Er war doch so gräulich. Wo hat die Farbe her? War er in der Sonne? Klasse ändern? Mietlinge? Be assured, it is not kann by ich choice. Das nur mit meinem... Kann ich nur mit... Kann ich nur mit meinem Charakter Leute wiederbeleben? Kann das sein? Cool. Fate, spirit, dost thou require a new ally? Perhaps a resurrection. Resurrection, bitte. Auferwecken. Then thou must return with the proper payment. Ja. Die ist weg. This is the price of balance. Der Tod kann ja auch erholsam sein. Der Tod kann erholsam sein. Ja, finde ich auch gut. Boah. Stirb halt. Nein, ich kann einen Charakter jetzt nicht wiederbeleben. Du hast aber genug Kanalpunkte für die F8-Aktion. Musst du dir überlegen, ob wir unsere Kriegerin wiederkriegen? Weil Merit hat ihn gerade getötet. Komplett. Einfach bumm, ausgelöscht. Die, Krieger,
kriege ich jetzt nur wieder mit Spielladen. Die hat mich umgebracht und dann haben alle sie umgebracht und jetzt sind alle tot. Jetzt sind alle tot. Genau, Gnade oder Verdammung. Entweder die Kriegertante ist tot, für immer. Sie hatten mir den Hals aufgeschlitzt und alle anderen fanden das scheiße und dann haben sich alle gegenseitig verprügelt und dann... Wir haben aber vorher gespeichert. Jetzt ist die Frage, leben wir halt einfach damit oder nicht? Okay. Das hing jetzt an dir. So, können wir mir bitte diesmal nicht die Kehle aufschlitzen? Das ganz toll. Es war, ja, jetzt ist mal lustig. Jetzt hast du zumindest mal gesehen, was man nicht tun sollte, wenn man Krieger behalten möchte. Your minds intertwine. Versuchen wir das nochmal. A touch of disgust. Pass auf, jetzt machen wir Täuschen oder sowas und dann geht das schief und sie bringt mich auch um. Ja, gut. Auf irgendeine Weise war das witzig, das ist richtig. Dinge, die man nur einmal macht. Sich von Lizelle umbringen lassen. Wunderbar. Genau. Die Idee. Das war witzig. Das machen wir nicht nochmal. Das ist ja frech. Vielleicht, weil du theoretisch für die Abstimmung schon gewotet hast? Wahrscheinlich, weil du theoretisch für die Abstimmung schon gewotet hast. Also, das kann ich mir vorstellen. Ah, guck mal. Mit Vorteil. Auf dem Weisheit. Easy. Schaffolk! Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. Lizelle's fear grips you. Not fear of death, but fear of insignificance. The great warrior Lizelle, a failure to her kind. She will wield no silver sword, ride no red dragon. Forever unknown to the great Lich Queen Vlakith. Oh. Bist ein Nobody. Großer kleine Fische kam es, glaube ich, her. Ein Nobody. Ja, es war ja gut. Haben wir mal kurz Lagerkrieg ausgelöst. Machen wir auch nicht nochmal. Nie wieder. Ihr werdet überleben. Ihr werdet eure Königin erfreuen. Ei, ei. Leg das Schwert nieder. Ja, der Rest ist, glaube ich. Ja, alles das. Oder außer angreifen. Ich glaube, das machen wir auch nicht nochmal. Ansonsten haben wir genau die gleiche Party wieder. So eine Party brauchen wir halt nicht nochmal. I will not let the Geich take me. I will earn Vlakith's honor. I will wait. But know this. I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Jetzt sei doch nicht so. Chill doch mal. Jetzt mal in Ruhe schlafen. Nee, immer noch nicht. Alles klar. Wir brauchen alle gar nicht in Ruhe schlafen.
You are transforming. Da, da, da. Er kriegt schon genug durch den Kopf. Jetzt frech. Jetzt geht das schon wieder los. Ich hatte... Ach da. Ich wollte gerade sagen, ich hatte irgendwann mal ein Smartphone dafür. Moment. War ich hier schon wieder? Tada. Über Kopf 1, Zahl 2 und meine Münze sagt... Alter, erstmal im Kopf. Warum habe ich eigentlich eine Dollarmünze? Yes, you have. I saved you before. And I'm here to save you again. Ist ja nett. Don't worry. Rette mich. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. Ja, zum Hugo bist du. Auf die bin ich auch schon gespannt. Also aus meinem anderen Spiel kenne ich die auch schon. Also da ist es halt kein Thiefling, klar, aber... Bin ich gespannt. Ist schon einer von euch vertrauenswürdig? Einer nicht. Einer lässt sich selbst umbringen. Das ist herrlich. Jetzt haben du und Beka mich schon einmal umgebracht. Ist doch wunderbar. Aber den komischen Vampir, ne, den verprügelt keiner dafür, dass er mich umbringt. Aber meine Kriegerin, der hauen sie direkt alle auf die Fresse, ne? Alle. Aber der Vampir, das ist okay, der darf sie totlutschen. Das ganze Team so, ah, lutsch weg, das Ding. Aber schleit ihr nur nicht die Kehle auf. Das ist, ne. Also Kehle kaputt lutschen, alles super, alles super, alles töfter, alles easy. Aber so, Absolut blöde. Stubborn. A useful quality. Ne? We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. Erzählst du mir jetzt nicht, dass ich diese Larven lutschen kann? Das hübsch. A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. Allem dran rumlutschen. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Oh, oh, oh. Und Randale. Wake now. You'll feel better. I promise. Oh, promised. Danke. Jetzt geht's mir auch besser. Jetzt bin ich nämlich ausgeruht und am Leben und alles. Das hatte ich auch gar nicht darauf geachtet, ob noch irgendwer hätte mit mir sprechen wollen. Der Will White, irgendwas. Ich hab seinen Namen schon wieder vergessen. So. We get along quite well, I think. Jetzt lassen wir erstmal Schattenherz hier. Did you have any strange dreams of late?
vivid ones. Ja, das habe ich beim letzten Mal auch gehabt. Also, da hatte ich mit Schattenherz später geredet, aber halt, also außerhalb vom Lager, aber sie hat mich dann auch nochmal auf die Träume angesprochen. Also da ist, die ist da ja ganz smooth. Gesundheit. Damn. I was hoping my imagination had gotten the better of me. But this must be something more. This dream companion wanted me to use the tadpole, use its power. Whoever it was claimed to be an ally, but... Merit schuld. Merit möchte unbedingt, dass ich mit dem gemeinen Vampir rumlaufe. In the waking world or otherwise. Deswegen bleibt Shadowheart jetzt für die nächsten paar Minuten da und beim nächsten Lager hole ich sie wieder ab. Mal gucken, wie lange es dauert, bis ich wieder auf die Nase kriege. Enemies to Lovers Arc. Ah ja, sehe ich noch nicht. Es hat mit unserem Vampir nicht funktioniert und das wird mit diesem Vampir auch nicht funktionieren. Der durfte auch nicht im Schlaf bei mir rumlutschen. Ist irgendwie zu mir gekommen. Ich weiß gar nicht, was passieren konnte, aber es ist in meinem Inventar. Ich wollte es ja schon die ganze Zeit rüberschieben, aber es hat nicht funktioniert und jetzt ist es hier. Witzigerweise war es ja auch in meinem Inventar, während sie ja in der einen Szene da saß und das begutachtet hat. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht hat, aber es ist eigentlich gar nicht bei ihr. I know. I felt it. Also, eigentlich ist es schon lange bei mir im Inventar. Da hätte eigentlich ganz viel gar nicht so passieren dürfen. Aber ein bisschen. Slowwise und Lappen. Erzählt mir, warum die Tiere blutleer sind. Weil er da natürlich gar nichts mit zu tun hat. Auf keinen Fall. So und so. Also, in meinem anderen Abenteuer hat er mir erzählt, dass er Tiere leer lutscht. Nee, gar nicht. Hier hat er mir erzählt, dass er die Tiere leer lutscht. Und in dem anderen Abenteuer hatte ich ihn ja dabei, als ich das ausgelutschte Wildschwein gefunden habe. Und er sagt, da habe ich nichts mit zu tun. Wein nicht. Würde ich nie. Als würde ich da irgendwie irgendwelche Tiere leer lutschen. Das ist ganz spannend, dass er da zwei verschiedene Sachen sagt. Yes. No. I don't know. The artifact seems to have powers and a will of its own. It protects us. I don't know how or why, but I'm glad. I felt it go from me to you. You need its help just as it needs us. Still just a box after all. Uh-huh. Wie chillig sie damit umgeht, dass sie dieses Böckchen nicht mehr hat. So, ja. Es ist halt da. Shut up and take my box. Für die Party echt nützlich. Ich glaube nicht, dass ein zweiter Schurke in meiner Party nützlich ist. In einer Party ja, aber ein zweiter Schurke? Ah. Also, might not be possible. Was verwirrt dich? It's stubborn that way, prone to lashing out. Keep it for now. We can all help to protect it. So, ich wollte Shadowheart hier lassen. May the darkness protect you. If you're sure, also,
Von Bullen kann da jetzt keine Rede sein, aber... Fine. I'll be here whenever you rediscover your taste in company. Von Bullen kann da keine Rede sein. Pring. So, da ist die Arschgeige. I had the strangest dream last night. There was a visitor promising me protection and all sorts of delicious powers from the parasites in our heads. Given our shared affliction, I suppose you had a similar dream. Aber natürlich. Ihr seid euch echt hart uneinig, ne? Es ist wie mit Baker. Das ist ja wie mit Baker. Huch. Werfen wir halt noch mal eine Münze. Ist okay. Dafür habe ich's. Oh. Ich weiß hiervon gar nichts. No need to hide it. This is a good thing. Niemals. Now we can see what these tadpoles can do for us. So, Astarion. Erzähl mir was. Erzähl mir. So, wow, ihr seid euch mal einig. Ich flipp aus. Auch hier mehr Astarion-Fanboys und Girls. Ja, ich glaube auch. Exactly. Waste not, want not. Even when it comes to mind flayer parasites. Now, was there anything else? Also, actually, ist es ja echt so. Ich habe noch keinen gefunden außer dir, der ihn mag. Bisher habe ich noch keinen gefunden. Huch. Wie genau wird man zum Vampir? Ja, It's simple. Schnapp, schnapp. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And the true vampire. Wow. Theoretisch und praktisch. Mich würde eher praktisch interessieren. Huch. So ein bisschen zumindest. Jeder knabbert an jedem rum. Ja! People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me,
It doesn't happen. Das sagen sie alle. Das hätte ich jetzt auch gesagt an seiner Stelle. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ihr habt mich ja gebissen. Ja, ach echt? Ich war dabei. TikTok ist voll von Fans. Okay. Ich habe auf TikTok noch keinen gefunden. Aber ich habe auch Baldur's Gate irgendwie nicht in meinem TikTok-Algorithmus. Ich weiß nicht warum. TikTok so nein. I've already apologized. Wenn du einmal reingerätst. Ja, ist irgendwie überall so. Nochmal naschen? Nein! Bitte nicht. Nicht nochmal an mir lutschen. Endlich war TikTok der Grund, warum ich mir Baldur's Gate gekauft habe. Ja gut, why not? Ich habe halt gar kein Baldur's Gate TikTok. Oh. Irgendein Idiot hat vergessen, die Umfrage anzumachen. Haha. Nein. Du hoffst echt, dass da noch so eine richtige Affäre draus wird, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Feed on villains and vagabonds. After all, you know what I am now. I can fight with all my weapons, teeth included. And if I happen to drain the occasional bandit during a fight, what's the harm? They're just as dead. Ja, nee, ist klar. Aber dafür habe ich ja meine Ogre. Die fressen alle auf. Da musst du nicht noch selber, also muss er nicht auch noch dran rumlutschen so und so. Ah. Oh, ich finde die Musik so schön. Ne? I'm already feeling a little peckish. Wollen wir dann aufbrechen? Ich bin bereits ein wenig hungrig. Erzähl mir was von euch. Ich brauche euch in meiner Gruppe. Achso, ja. Klar. Geht ja nur noch das. Lead on. Nee, voran! Ach, guck mal. Du kannst sogar aufleveln. Arkana-Betrüger. Du brauchst keinen Arkanen betrügen. Wenn ich dich mal mitnehme, dann bitte als Dieb. Das ist nämlich das, was ich nicht kann. Dieb sein. Ich bin nämlich Assassine. Aber das finde ich cool, dass die hier im Lager auch leveln. Also, dass man die dann nochmal so ein Stück mitziehen kann. Wenn ich es richtig gesehen habe jetzt. Charakterbogen. Stufe 3. Ja. Also, wenn man dann irgendwie mal sagt, ich will dann doch noch jemanden mitnehmen, dass die halt trotzdem Levelpunkte mit halt draufkriegen. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt keinen Bock mehr auf Gale habe, zum Beispiel, und sage hier, ich will den Zaubermeister da den anderen mitnehmen. Ja. Das ist ganz cool. Also in anderen Spielen ist es ja so, wenn eine Charaktere nicht dabei ist, hast du halt Pech gehabt, musst sie halt nachholen und nachleveln. Da ist das cool gemacht. Wenn noch ein Mitspieler dem Spiel joinen, können die direkt leveln. Das ist cool. Alle Main-Char-Level, das kann gar nicht sein. Ich hatte zwischendurch welche, die waren irgendwie Stufe 2, während ich noch Stufe 3 war. Aber die